Père, merci pour l'intelligence que tu nous donnes. Herr, wir danken dir für die Intelligenz, die du uns gibst. Pour ton esprit. Danke für deinen Geist. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Öffne du unsere Intelligenz, Herr. Ton règne demeure parmi nous aujourd'hui. Dein Reich sei unter uns. Que la puissance de la sorcellerie soit brisée. Und die Kraft der Hexerei sei zerbrochen im Namen Jesus. Amen. Amen. Marc chapitre 13. Markus Kapitel 13. Nous lirons à partir du verset 32. Wir lesen ab Vers 32, Markus 37. 13, 32. Or, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais mon Père seul. Faites attention, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou à l'heure où le coq chante, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Or, ce que je le dis à tous, veillez. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, nur der Vater. Seht zu und wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wacht. C'est ça, veillez, hein? Wacht, wachen, wachen. Wacht. Wacht. Mhm, veillez. Wow. Mhm. Et depuis quelques jours, le Seigneur me pousse à parler de son retour imminent. Seit einiger Zeit spricht der Herr zu mir über seine baldige Rückkehr. C'est vrai que selon les Écritures, personne ne connaît le jour, la semaine, le mois et l'année où le Seigneur va revenir. Es stimmt, in der Schrift steht, keiner kennt den Tag, noch das Jahr, noch die Zeit, in der er herkommt. Mais il nous a quand même donné quelques indices. Aber einige Indizien haben wir. Et chez les Hébreux, la nuit était divisée en trois veilles. Bei den Hebräern gab es nämlich drei Nachtwachen. C'est ça, veille, hein? Ja, Nachtwachen. Okay. Et de 18h à 22h, ça c'est la première veille. Von 18h bis 22h findet die erste Nachtwache statt. C'est ce que l'on appelle le soir. Das ist der Abend. Le temps du soir. De die Abendzeit. Von 22h bis 2h in der Früh. Ça c'est la nuit. Ist die Nacht. Et de 2h du matin à 6h du matin. Und von 2h in der Früh bis 6h in der Früh. C'est le matin. Ist der Morgen. Donc ça fait de 18h à 6h, au lendemain 6h, ça fait combien de temps, combien d'heures? Von 18h bis 6h in der Früh sind es wie viele Stunden? 12 Stunden. D'accord. Et mais par contre chez les Romains et les Grecs, bei den Römern und Griechen,
La nuit était divisée en quatre veilles. War die Nacht in vier Nachtwachen geteilt. Est-ce que tout le monde suit? Hört ihr gut zu? De 18h à 21h. 18h bis 21h. Première veille. Erste Nachtwache. C'est le soir. Am Abend. De 21h à minuit. 21 bis Mitternacht. C'est la nuit. Ist die Nacht. De minuit à 3h du matin. Mitternacht bis 3h. C'est la veille où le qu'on appelle que les Grecs et les Hébreux appelaient aussi ou les Romains que les Hébreux appelaient diese Nachtwache nannten die Römer und die Griechen le chant du coq. Der Hahnenschrei. Et de 3h à 6h du matin. Und von 3 bis 6. C'est le matin. Ist der Morgen. Donc on va beaucoup plus parler de quatre de la nuit grecque. Wir sprechen über die griechische Aufteilung der Nacht. Selon la division de la nuit chez les Grecs. So haben die Griechen das aufgeteilt. Alors, le Seigneur va arriver à quel moment exactement? Wann wird der Herr also zurückkommen? Est-ce le soir? Am Abend? Est-ce la nuit? Um Mitternacht? Est-ce pendant le chant du coq? Während des Hahnenschreis? Ou le matin? Oder am Morgen? Regardez ce qu'il dit. Schau mal, was geschrieben steht. Au verset 35. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Im 35 Vers steht, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. La première veille, die erste Nachtwache, dans ce passage, in dieser Passage ist qui die erste, dans sa Bible? Qui erste Bible? Nachtwache der Abend. Ce serait bien que vous puissiez lire en même temps, c'est important pour participer. Ihr sollt mitlesen. Donc la première veille, c'est le soir. Die erste Nachtwache ist der Abend. La deuxième veille, c'est quoi? C'est laquelle? Und der zweite ist Mitternacht. À minuit. D'accord? Et la troisième veille, c'est à l'heure où le coq chante. Et la quatrième veille? Die vierte Nachtwache. Le matin, c'est très bien. Ist der Morgen. Tu as quel âge, jeune fille? Wie alt bist du? 19 ans. J'ai 13 ans. C'est bien. On voit que tu n'es pas venu pour la guérison, mais tu es venu pour le Seigneur. Man sieht, dass du für den Herrn gekommen bist. Parce que ceux qui viennent pour la délivrance, la guérison, la parole ne les intéresse pas. Diejenigen, die für die Heilung gekommen ist, sind, die interessiert das Wort nicht so. Jésus va revenir nous prendre. Wer glaubt, dass Jesus kommt und uns holt? Et qui croit qu'il est en train de revenir nous chercher? Wer glaubt, dass er kommt, alors, gerade kommt und uns holt? Le Seigneur dit, veillez. Der Herr sagt, wacht nun. Alors, je voudrais que nous comprenions. Ich möchte, dass wir was verstehen. Dass im Moment nous sommes à la troisième veille. In der dritten Nachtwache sind. C'est-à-dire, nous sommes entre minuit et 3h du matin. Wir sind ungefähr zwischen Mitternacht und 3h in der Früh. Dans l'horloge de Dieu. Auf der Uhr Gottes. Amen. Amen. Donc, la nuit dont il est question ici, und die Nacht, von der hier die Rede ist, n'a rien à voir avec la nuit physique. Hat nichts zu tun mit dieser physischen Nacht. Il est question de la nuit spirituelle. Sondern es geht um eine geistliche Nacht. Il est important que les chrétiens se situent es ist wichtig, dass die Christen wissen, dans le temps de Dieu. Wann, was die Zeit Gottes ist. Il est important que les chrétiens saisissent, discernent le temps dans lequel nous sommes. Es ist wichtig, dass die Christen erkennen, in welcher Zeit wir gerade sind. Alléluia. Nous avons déjà dépassé le soir. Weil wir sind schon am Abend vorbei. C'est-à-dire de 18h à 21h. 18 bis 21h ist es nicht mehr. Nous avons dépassé la deuxième veille. Es ist auch nicht mehr die zweite Nachtwache. 21 Uhr bis Mitternacht ist et es nicht mehr. En pleine troisième veille. Und wir sind jetzt in der dritten Nachtwache. Ça veut dire quoi, concrètement? Was heißt das ganz konkret? Pourquoi Jésus nous annonce qu'il va revenir entre minuit et 3h du matin? Warum sagt der Herr, er kommt zwischen Mitternacht und 3h in der Früh? J'insiste encore, je ne parle pas de la nuit physique. Ich bestehe darauf, dass ihr versteht, es geht nicht um die natürliche Nacht. Dites-moi. Une femme enceinte. Eine schwangere Frau. Avant qu'elle n'accouche. Bevor sie gebärt. Combien de mois
doivent-ils s'écouler? Wie viele Monate müssen da vergehen? 9 mois. Qui dit 9 mois? Wer sagt 9 Monate? Nous sommes d'accord? Ja. Ja. Avant l'accouchement, quand la femme arrive à terme. Und vor der Entbindung, was passiert da? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne dort plus la nuit? Sie schläft nicht mehr in der Nacht? Autre chose, il y a quoi? Was noch? Les contractions? Sie hat Wehen. Elle peut perdre les os? Sie verliert Wasser. On est d'accord? Stimmt's? Donc plus la grossesse, plus la naissance de l'enfant. Je näher die Entbindung kommt, plus la femme souffre. Umso mehr leidet die Frau. On est d'accord, hein? Stimmt's? OK. Donc les souffrances und diese Leiden précèdent la naissance. Gehen der Geburt voraus. On est d'accord? Stimmt's? Donc ça veut dire quoi? Was bedeutet es? Avant que Jésus ne revienne nous chercher, bevor Jesus kommt, um uns zu holen, la terre va connaître une souffrance. Wird die Erde ein wirkliches Leiden erfahren? Les vraies églises seront de plus en plus persécutées. Die wirklichen Gemeinden werden mehr und mehr verfolgt. Le monde sera de plus en plus dans les conflits, dans les problèmes. Die Welt wird immer mehr Konflikte kennenlernen. Amen. Amen. En fait, tout ça, toutes ces choses-là, toutes ces souffrances représentent la nuit. Das ist alles die Nacht. D'accord? Et on est en plein dedans. Und wir sind wirklich in der Nacht. Entre minuit et 3 heures du matin, les gens, ils font quoi? Ils restent debout ou ils dorment? Zwischen Mitternacht und 3 Uhr, was tun die Leute da? C'est là que le sommeil devient profond. Et zwischen Mitternacht und 3 Uhr ist der Schlaf ganz tief. C'est là qu'on se met à ronfler bien comme il faut. Und da schnarchen alle. Alléluia. Alors, ceux qui ne dorment pas à cette heure-là. Diejenigen, die nicht schlafen in dieser Zeit. Ceux qui font autre chose, ils sortent astralement, ils vont. Die machen vielleicht Astralreisen oder irgendwas anderes. Oder machen Zaubereien. Mais en tout cas, globalement, on dort. Aber normalerweise schläft man zwischen Mitternacht und 3. Jésus veut nous faire comprendre tout simplement. Aber Jesus möchte, dass wir was verstehen. Qu'avant l'enlèvement de l'église, dass vor der Entrückung, beaucoup de chrétiens vont s'endormir. Viele Leute einschlafen werden, Christen. Et c'est ce qui se passe. Genauso ist es auch. La mort. Der Tod. Le sommeil spirituel. Der geistliche Tod. Des Skandale dans les assemblées. Skandale in der Gemeinde. Mais parlons d'abord de la nuit dans le monde. Wir sprechen über die Nacht in der Welt. Regardez ce qui se passe dans le monde. Was passiert in der Welt? Regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Was passiert in Amerika, in Europa, in Afrika? Regardez autour de vous. Schaut um euch rum. Vous savez qu'actuellement en France, avec les élections, l'élection présidentielle, in Frankreich, les Français sont dans l'incertitude. Die Franzosen sind alle in Unsicherheit mit der Präsidentschaftswahl. Voyez? D'un côté, vous avez Marine Le Pen, par exemple. Einerseits habt ihr Marine Le Pen, die extreme Rechte. Vous avez un candidat. Und auf der anderen Seite habt ihr einen Kandidaten. De la mondialisation. Der sehr weltlich ist. Vous avez la lumière et les ténèbres, deux extrêmes. Ihr habt zwei unterschiedliche Extreme. La peste et le choléra. Pest und Cholera. Alléluia. Est-ce que vous suivez un peu là? Passt ihr auf. Regardez l'Angleterre qui a quitté l'Europe. Beispielsweise England auch, voyez, das aus Europa ausgetreten ist. Regardez les guerres qu'il y a, la Syrie, par exemple. Guckt euch mal die ganzen Kriege an, beispielsweise in Syrien. L'élection de Trump aux États-Unis. Oder die Wahl von Trump in Amerika. Regardez la destruction de la souche familiale, il n'y a plus de famille. La die notion de la die Zerstörung der familiären Wurzeln. Voyez? Donc on est dans un monde, wir sind in einer Welt, où il n'y a plus de loi. Wo es keine Gesetze mehr gibt. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Das Gute wird schlecht genannt und das Schlechte gut. Regardez la guerre en Syrie. Schaut mal in Syrien, wie es dazu geht. Est-ce que vous savez que nous sommes en pleine troisième guerre mondiale? Wisst ihr, dass der dritte Weltkrieg schon begonnen hat? Regardez tous ces déplacements de population. All diese Völkerwanderungen. Die ganzen Migrationen. Il y a un changement de paradigme, un changement. Es gibt einen Paradigmenwechsel. De politique, il y a un changement de la vie sociale. Ein Politikwechsel, ein Wechsel im sozialen Leben und die Welt ist in einer Evolution drin. Regardez les conflits ethniques en Afrique. Diese Völkerkonflikte in Afrika. Regardez
Au Cameroun, par exemple, Nigeria, au Nigeria, au Cameroun. In Cameroun, in Nigeria, beispielsweise. Boko Haram, les terroristes. Terrorisiert Boko Haram. Au Kenya, vous avez en Éthiopie les Shebab, les terroristes. Und in Kenia und in Äthiopien auch Terroristen. Vous avez au Mali l'ADMI. Und in Mali ADMI. En Syrie, vous avez l'État islamique. Islamische Staat. Donc, on sent que le monde, man le merkt, monde pleure. Dass die Welt weint. Et ça, c'est sur le plan géopolitique. Und das ist auf dem geopolitischen Plan. Regardez au Congo RDC. Beispielsweise im plus Kongo. Plus de 10 millions de morts. Im Kongo gab es mehr als 10 Millionen Tote. Et on continue encore à tuer. Und die machen weiter mit dem Töten. Et la communauté internationale n'intervient pas, ne dit rien, reste. N'est-ce pas indifférente? Und die internationale Gemeinschaft, der ist es egal, sie tun nichts dagegen. Des jeunes filles de 10 ans qui se font exploser. In Kamerun gab es ein 10-jähriges Mädchen, das sich selber explodieren ließ. Regardez als Anschlag. Au Venezuela. Und in Venezuela. Le monde est en train de vivre, de se préparer à une sind guerre auch globale. Aufstände und wir haben une einen, guerre civile. Wir bereiten einen Bürgerkrieg vor, einen Bürgerkrieg. Le terrorisme. In Deutschland gibt es auch Terroristen. Mitten in Deutschland, im Herzen Europas. Préparez-vous ici en Europe d'avoir, préparez-vous, il va y avoir une guerre civile en Europe. Passt auf, weil in Europa wird es einen Bürgerkrieg geben. Préparez-vous. Bereitet euch vor. Voyez? Donc sur le plan géopolitique, le monde est de plus en plus dans les ténèbres. Im geografisch-politischen Hinsicht ist diese Welt praktisch im Krieg. Et sur le plan, bien sûr, social. Und in sozialer Hinsicht. Vous avez vu des maladies que les gens ont suite à de la nourriture contaminée, par exemple? Habt ihr gehört von Krankheiten, ansteckenden Krankheiten, Nährstoffe oder Nahrungsmittel? Sur le plan sanitaire. In sanitärer Hinsicht. Regardez, frère, on est pollué, on est contaminé, on est empoisonné par la nourriture que nous mangeons, nous consommons. Angesteckt und vergiftet durch Wasser und die ganze Nahrung, die wir zu uns nehmen. Regardez le nombre de cas de cancer. Wir haben so viele Krebsfälle. Prostate. Prostatakrebs. Gebärmutterkrebs. Keine Kaugummis drin cancer haben. Cancer de sein, cancer de ci, cancer de ça. Solcher Krebs. Gehirnschläge. Regardez le nombre de personnes qui sont atteintes de diverses maladies aujourd'hui. Wir haben so viele Leute, die durch diese Krankheiten beeinträchtigt sind. Mes amis, le monde va mal. Diese Welt, der geht's schlecht. Et les nations sont mûres, les nations sont prêtes. Und die Nationen sind bereit. Le gouvernement mondial, l'homme impie. Den Antichristen zu empfangen, diese eine Weltregierung. Il est vraiment minuit dans l'horloge de Dieu. Es ist wirklich Mitternacht auf der Uhr Gottes. Et je dirais, und ich sage, il est plus que minuit. Es ist mehr als Mitternacht. C'est-à-dire, nous sommes à la troisième veille. Wir sind schon in der dritten Nachtwache. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit quoi? Der Apostel Paulus sagt dans Romains, chapitre 13, in Römer 13, Romains 13, nous lisons à partir du verset 11. Römer 13, ab Vers 11. Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Römer 13, ab Vers 11. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass er aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als wir zum Glauben kamen. Paul dit, Paulus sagt, Paul avait le discernement sur le temps de Dieu. Il savait en quelle saison il était, en quelle saison il, quelle est la saison dans laquelle ils étaient. Paulus wusste, in welcher Zeit er gerade war. Et je vous dis, beaucoup de chrétiens ne le savent pas, malheureusement.
Und viele Leute, viele Christen wissen es nicht. Ich glaube, in diesem Saal sind auch viele Leute, die nicht wissen, wie spät es ist. Beaucoup cherchent encore la guérison physique. Viele suchen noch diese physische Heilung, körperliche Heilung. Beaucoup cherchent encore l'imposition des mains. Viele wollen, dass man ihnen die Hände auflegt. Et ils sont pas prêts. Und sie sind nicht bereit. Et beaucoup, beaucoup de pasteurs und viele Pastoren ne savent même pas en quel temps nous sommes. Wissen auch nicht, in welcher Donc, Zeit wir sind. Ils ne peuvent pas se préparer les frères et sœurs pour le retour du Seigneur. Ils peuvent pas. Und sie können nicht die Brüder und Schwestern vorbereiten für das Reich Paul Gottes. Dit, vous savez en quelle saison nous sommes. Paul wusste, in welcher Zeit wir sind. Et il dit, c'est l'heure de vous réveiller, c'est l'heure. Und er sagt, es ist die Zeit, dass ihr euch vorbereitet. Alléluia. Amen. Il dit, la nuit est avancée. Er sagt, die Nacht ist weit vorgerückt. Donc, Paul ici nous fait comprendre. Paulus möchte, dass wir hier verstehen. Qu'ils avaient déjà dépassé la veille, la première veille et la deuxième veille. Dass hier schon die erste und zweite Nachtwache vorbeigegangen waren. Ce n'était plus le soir, c'était es la ist, nuit, war nicht la mehr, nuit était avancée. Es war nicht mehr Abend, sondern Nacht, und zwar weit fortgeschrittene Nacht. Quand j'entends, je vois des chrétiens qui Wenn ich höre, qui excités, dass Christen so aufgeregt sind und noch dieses und jenes wollen, la nuit est avancée. Denn die Nacht ist weit vorgerückt. Il dit, le jour approche. Und der Tag kommt nahe. Quel jour? Welcher Tag? Le jour du Seigneur. Der Tag des Herrn. Quel jour? Welcher Tag? Le jour où Dieu va mettre fin à la confusion généralisée, à la zizanie. Dieser Tag, in dem der Herr ein Ende bereiten wird, dem ganzen Durcheinander. Si il y a 2000 ans, Paul pouvait dire que la nuit était avancée. Wenn vor 2000 Jahren Paulus schon gesagt hat, dass maintenant. Die Nacht weit vorgerückt ist, wie viel mehr dann wir hier? Alléluia. Dieu permet à ce que j'aille un peu dans plusieurs pays pour annoncer l'évangile. Der Herr möchte, dass ich in mehrere Länder reise, um das Evangelium zu verkündigen. Und ich versichere euch, on est vraiment mal barré. Es geht uns wirklich schlecht. Ça va pas. Es geht uns nicht gut. Alors, qu'est-ce qui se passe justement? Qu'est-ce qui doit se passer entre minuit et 3 heures du matin? Was also genau passiert zwischen Mitternacht und 3 Uhr in der Früh? Premièrement, zunächst, la plupart des chrétiens dorment. Schlafen die meisten Christen. Dorment. Sie schlafen. L'apostasie. Der Abfall. Il y a une semaine à peu près. Vor ungefähr einer Woche. Le Seigneur m'a pris, il m'a amené en enfer. Hat der Herr mich genommen und in die Hölle geführt. Il m'a montré des groupes des démons. Und mir unterschiedliche Gruppen von Dämonen gezeigt. Qui se préparaient pour la guerre. Und die haben sich für den Krieg vorbereitet. Il m'a amené à un autre endroit, il m'a montré des humains, des hommes comme vous et moi. Er hat mir an einem anderen Ort gezeigt, Menschen wie du und ich. Ce sont des kamikazes qui sont préparés là-bas et on les envoie sur Terre pour venir s'exploser. Und er hat gesagt, das sind Kamikaze, die werden auf die Erde geschickt werden und sich, um sich in die Luft zu sprengen. Es wird also viele Attentate noch geben. Et ensuite, j'ai vu des avions. Und ich habe auch Flugzeuge dort venir, gesehen. Comme des avions venir prendre des gens pour les amener au ciel. Und es waren Flugzeuge, um Menschen in den Himmel zu bringen. Connais, und ein Mensch, den ich kannte, qui a raté son vol. Il est arrivé en retard parce qu'il dormait. Und ein Mann, den ich kenne, hat sein Flugzeug verpasst, weil er je schlief. Me suis réveillé avec ça. Und so bin ich aufgewacht. Wow, Seigneur. Und habe gesagt, wow, Herr. La nuit. Die Nacht. Un pasteur est venu me voir, un jeune pasteur. Ein junger Pastor, der hat mich getroffen. Ungefähr vor zwei Wochen kam ein junger Pastor zu mir. Deux toges, deux soutanes, er hat zwei Priesterkleider mitgebracht. Er hat sie getragen. Il m'a amené deux livres de la magie
juive, la Kabbale. Und er hat zwei jüdische Bücher mitgebracht von der Kabbala. Il m'a parlé de son père spirituel, comment il avait commencé à l'initier à la magie. Und er hat mir erzählt, wie er in die Kabbala eingeführt wurde, in diese jüdische Magie. Il m'a parlé de cet homme qui pouvait dépenser 15 000 euros pour acheter ses livres magiques et comment il couche avec des jeunes femmes pour avoir plus de pouvoir. Gesagt, dass diese Bücher 15.000 Euro oder sowas kosten und dass dieser Mann mit jungen Mädchen geschlafen hat, um mehr Macht zu bekommen. Beaucoup de pasteurs européens sont de la franc-maçonnerie, ça vous le savez déjà. Viele europäische Pastoren machen Freimaurerei. Ils sont en train d'être initié à la magie juive, à la Kabbale. Und viele afrikanische Pastoren werden in die jüdische Magie eingeweiht, in die Kabbala. Et un deuxième pasteur qui veut me voir. Und ein anderer Pastor ist zu mir gekommen. Il y a pas longtemps. Das ist noch nicht lange her. Que beaucoup de pasteurs. Er sagte zu mir, viele Pastoren. Viele afrikanische Pastoren sie nehmen irgendein Mittel ein pour aller avec plusieurs femmes et il dit que lui-même a utilisé ce produit. Sie nehmen irgendein Mittel ein, damit sie mit mehreren Frauen zusammen sein können. Und er selbst hatte dieses Mittel auch genommen. Pour avoir plus de pouvoir, ils vont avec des femmes pendant leur menstrue, pendant leur règle. Ils vont jusqu'à boire ce sang. Und die haben praktisch mit Frauen während ihrer Menstruation geschlafen, um noch mehr Macht zu bekommen. Frères et sœurs. Und getrunken dieses Blut auch. Dans une génération tellement apostate. Wir sind in einer Generation, die sowas von abfällig tellement ist pollué. Und sowas von verschmutzt. Que si vous ne faites pas attention, vous risquez. Wenn ihr nicht aufpasst, und ich auch, si nous ne faisons pas attention, nous wenn wir nicht aufpassen, dann gehen wir an der Entrückung vorbei. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans la distraction. Weil viele Christen sind in der Ablenkung. Beaucoup de chrétiens ne méditent plus la parole matin et soir. Viele Christen lesen nicht mehr am Morgen und am Abend das Wort Gottes. Beaucoup sont dans l'idolâtrie. Viele Leute sind in Götzendienst. Je vois des gens qui ont dénoncé Babylone. Ich sehe Leute, die haben gegen Babylon gepredigt, gegen sexuelle Sünde gepredigt. Und heute haben sie alles wieder gefressen, was sie einst ausgespien hatten. Oh, frère, vous avez vu le pape? Guck mal den Papst an. Il a organisé une réunion il y a pas longtemps avec les représentants de toutes les religions. Er hat vor kurzem eine Versammlung abgehalten mit allen Religionsvertretern. Pour ceux qui suivent un peu l'info africaine. Manche von euch sehen euch sich vielleicht die afrikanischen Nachrichten an. Au président Kabila, parce qu'il veut briguer un troisième mandat. Katholische Kirche hat Nein zum Präsidenten. Les églises évangéliques de réveil. Die evangelikalen tous Gemeinden, pasteurs, la plupart des pasteurs congolais und vous die meisten Pastoren aus Kongo haben gesagt, même celui qui vient de faire une vidéo il y a pas longtemps disant que Dieu a failli le tuer et que maintenant il, tout ça là, tous sont corrompus. Alle die sind korrupt. Ils ont reçu l'argent du pouvoir et ils ont dit oui au président pour qu'il continue encore. Sie haben Geld bekommen und haben zum Präsidenten gesagt, mach weiter in deiner Macht. Jemand hat mich im Büro aufgesucht und hat mir gesagt, wie er Geld bekommen hat. Lundi soir, j'ai une émission où je vais dénoncer ces choses-là. Am Montagabend werde ich eine Ausstrahlung haben im Fernsehen, wo ich das sagen werde. Vous voulez aller au ciel? Wollt ihr in den Himmel kommen? Sauvez-vous de cette génération. Dann rettet euch aus dieser Generation. L'heure est grave. Die Stunde ist furchtbar. Je dis bien, l'heure est grave. Die Zeit ist furchtbar. La pression que je subis. Der Druck, unter dem ich stehe. Que j'ai subi, que je continue à subir.
unter dem ich weiterhin auch stehe, je dénonce le péché, damit ich nicht mehr die Sünde verkündige, ist so groß, que si Dieu ne me soutenait pas, dass wenn Gott mich nicht unterstützen würde, je lâcherais, würde ich aufgeben. Oh Dieu. Oh Gott. Jésus dit veillez. Jesus sagt, wacht. En fait, la troisième veille. Der dritte Nachtwache. Il y en a quatre chez les Hébreux, les Grecs, pardon. Bei den Griechen gibt es also vier Nachtwachen. La première, c'est le soir, de 18h à 21h. Der Abend. La deuxième, bis 21 Uhr. C'est le début de la nuit, zweite, de 21h à minuit. Anfang der Nacht bis Mitternacht. La troisième, de minuit à 3h. Dritte Nachtwache, Mitternacht bis 3. La quatrième, de 3h à 6h. Und von 3h bis 6h die letzte Nachtwache. Und Jesus wird zwischen Mitternacht und 3h zurückkommen. Und die dritte Nachtwache wurde auch le moment du chant du coq. Der Hahnenschrei genannt. Pourquoi le chant du coq? Warum der Hahnenschrei? Quelle est la mission? Quel est le rôle? La mission que tu as confiée au coq? Was ist die Rolle, die ein Hahn hat? C'est de réveiller. Der Hahn weckt die Menschen auf. Alléluia. Amen. Et Jésus dit à Pierre. Und Jesus sagt zu Petrus. Avant que le coq ne chante. Bevor der Hahn kräht. Tu me renieras. Trois fois. Wirst du mich dreimal verleugnen? En fait, il a renié le Seigneur entre minuit et 3h du matin. Er hat den Herrn zwischen Mitternacht und 3 Uhr in der Früh verleugnet. Était physiquement debout. Petrus war äußerlich il était endormi. Aufgestanden, aber geistlich war parce er schlafend. Er hat nämlich den Glauben verworfen. Et c'est ce qui se passe actuellement. Und jetzt im Moment passiert das auch. Die Pastoren, Propheten und Apostel, Christen und christliche Sänger ont renié la foi. Haben den Glauben verworfen. Ils prêchent maintenant un évangile sie predigen ein Evangelium, das auf den Menschen passiert. Ils se prêchent eux-mêmes. Sie predigen sich selbst. Alléluia. Est-ce que vous voulez que je parle? Wollt ihr, dass ich predige? Brüder und Schwestern, nous sommes entre minuit et 3 wir sind zwischen Mitternacht und 3 Uhr und viele Leute verwerfen den Glauben und verwerfen den Herrn. Erinnere dich, als du dich bekehrt hast. Du wolltest nicht lügen. Aber heute lügst du ganz einfach. Erinnere dich, als du dich bekehrt hattest. Du warst voller Eifer. Und wo ist dein Eifer hingekommen? Erinnere dich, als du dich bekehrt hattest. Du hast das Wort Gottes gelesen alle Zeit. Wo ist dein Studium des Wortes Gottes hingekommen? Erinnere dich, als du dich bekehrt hattest. Du fastetest und du hast ihn geachtet. Und jetzt, physisch bist du aufgestanden. Aber du bist tot. Du schläfst. Endormi. Du schläfst. C'est pour cela. Deswegen. À minuit. À minuit. Um Mitternacht. Dans Matthieu 25. In Matthäus 25 sagt man uns. Quelqu'un a crié. Dass jemand geschrien hat um Mitternacht. Il a crié quoi? Was hat er geschrien um Mitternacht? Ah? Da ist der Bräutigam. Voici le ministère de miracles. Hat er geschrien, das ist Wundertaten? Hat er gesagt, es ist der Dienst vom geistlichen Vater? Hat er gesagt, da ist Schora? Hat er gesagt, da ist Reinhard Bonnke? Alléluia! On a présenté quelqu'un. Man hat uns jemanden präsentiert. Voilà le cri. Das ist der Schrei. Seigneur. Herr. Où es-tu? Où est le Seigneur? Wo ist der Herr? Wo bist du, Herr? Thank you.
Wo ist sa Präsenz? Wo ist die Gegenwart Gottes? Oh Seigneur. Herr. Où est l'Évangile? Wo ist das Evangelium? Où est l'Évangile? Wo ist das Evangelium? J'entends sur YouTube, je fais des recherches, je regarde, j'entends des prédicateurs qui disent venez, toi tu seras béni. Wenn ich auf YouTube einige Prediger ansehe, die predigen, du wirst das haben, du wirst jenes bekommen, ist das das Evangelium? Je vois des gens qui vont au Nigeria voir ce monsieur qui leur donne. Leute, die nach Nigeria fahren extra, um so ein Weihwasser zu bekommen, ist das das Evangelium? Mais beaucoup aiment ça. Viele Leute mögen das. Wow. Benny Hinn est arrivé à Paris. Benny Hinn ist nach Paris gekommen. Vous savez combien c'était l'entrée? Wisst ihr, wie viel der Eintritt? VIP. Pour le peuple, 50 euros. Die VIP-Karte hat 50 Euro gekostet. Pour les pasteurs, für Pastoren, 200 Euro. 200 Euro. Invité par qui? Und von wem wurden, Pasteur ivoirien, wurden sie eingeladen? Qui couche avec toutes les femmes de son assemblée. Von einem Pastor aus Côte d'Ivoire, der mit allen Frauen schläft in seiner Gemeinde. J'ai vu une fois une affiche de Reinhard Bonnke ici en Allemagne. Ich habe einmal hier in Deutschland ein Plakat von Reinhard Bonnke gesehen. Euro, la formation biblique. 500 Euro für die Bibelausbildung. Alors que ce frère avait reçu un appel authentique. Aber dieser Mann war eigentlich ein echter Seigneur, Berufener von Gott. Qu'est-ce que se passe? Herr, was passiert da? Vous savez l'image que j'ai? C'est des chrétiens qui pleurent. Das Bild, das ich habe, sind Christen, die weinen. Christen, die sich die Haare ausraufen. Et qui se disent, comment ça se fait qu'on soit resté? Und Christen, die sich sagen, comment ça se fait? Warum bin ich nur geblieben? Comment cela est-il possible? Wie war das möglich, dass ich geblieben bin? Il est tellement, il fait tellement sombre. Es ist so dunkel. Que beaucoup ne voient plus. Dass viele Leute nichts mehr sehen. Oh Seigneur. Oh Herr. Donc Jésus nous dit qu'il va revenir pendant le chant du coq. Jesus sagt zu uns, dass er wiederkommt beim Hahnenschrei. C'est de crier. De chanter. Schreien, singen. Tout simplement. Musste Hahn. Das ist alles. Regardez, en Europe ou en Afrique. In Europa oder in Afrika. À l'époque où il n'y avait pas d'horloge, pas de montre. Gab's früher keine Uhr. Et les gens, les anciens se réveillaient comment? Au chant du coq. Aber die Alten haben sich sind aufgewacht, denn sie haben den Hahn gehört. Et les coqs, à l'époque, étaient réglés comme une horloge. Und der Hahn, der war wie eine Uhr. Alléluia. Aujourd'hui, les coqs chantent même à midi, ça chante. Und die Hähne heutzutage, die krähen auch mittags. Un dérèglement des choses. Es ist so ein Durcheinander. Alléluia. Rappelez-vous quand on était petit. Als wir klein waren. Kikriki. On sortait, on regardait le ciel. Ah, und wir sind rausgekommen und haben gesehen, ah, die Sonne geht auch. C'est l'heure de la prière. Dritte Nachtwache ist Alléluia. Gebetswache. Dieu a prévu, mes amis, un réveil naturel. Gott, les animaux, le coq. Gott hat eine natürliche Aufwachen von den Tieren vorher bestimmt.
Je me rappelle encore quand on était petit, les coqs pouvaient chanter une fois. Als wir auf, weil sie klein waren. Une première fois. Als wir auf, klein waren, hat der Hahn einmal gekräht. Zweites Mal, ich bin immer noch müde. Aber wenn der Hahn ein drittes Mal gekräht hat, und haben wir gesagt, dieser Hahn, der nervt mich, ich muss jetzt aufstehen. Seigneur, Herr, je veux vous dire, ich möchte euch was sagen. Nous sommes à la même époque. Wir sind jetzt zur selben Zeit jetzt. Et ce sont des coqs, hommes et femmes, humains, die Hähne, Dieu die menschlichen Hähne, Männer und Frauen hat Alleluia. Gott geschickt. C'est-à-dire, ils sont réglés comme une horloge. Sie sind wie eine Uhr eingestellt. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, leur interdire de crier. Er könnt ihnen nicht verbieten, non. zu singen. Alléluia! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne faut pas se distraire, s'il vous plaît. Voyez, c'est important de saisir ces choses-là. Suivez très bien ce que Dieu dit. Es ist sehr wichtig, dass wir das la verstehen. Troisième veille. Les amis, aidez-nous, s'il vous plaît. On reste dans la présence du Seigneur. La troisième veille. Die dritte Nachtwache. Voilà, je vais. Passt auf. C'est quoi le message? Welche Botschaft verkünden wir? Présentement, là, c'est quoi le message? Jetzt im Moment, welche Botschaft? Qu'est-ce que Dieu dit actuellement? Was will Gott, dass wir sagen? Actuellement? Was möchte Gott Qu'est-ce jetzt? Qu'est-ce que Dieu déclare aujourd'hui? Was verkündigt Gott heute? Oh Seigneur, sauve-nous. Herr, il y a beaucoup de chrétiens nigériens qui vont rester. Es gibt viele Leute aus Nigeria, die bleiben werden. Ils sont accrochés au grand bâtiment. Sie sind so an diese großen Gebäude geheftet. Beaucoup de chrétiens congolais vont rester. Vous savez pourquoi? Viele kongolesische Leute sind auch an die Gebäude geheftet. Beaucoup de chrétiens européens vont rester. Vous savez pourquoi? Viele christliche Leute in Europa sind auch an die Gebäude geheftet und sie werden bleiben. Es gibt Hähne, die schreien. Ils n'entendent pas le son. Diese Leute verstehen den Hahnenschrei nicht. Frères et sœurs, Brüder und Schwestern. Jésus dit, Jesus sagt. Jésus dit, Jesus sagt. Il y a quatre veilles. Es gibt vier unterschiedliche Nachtwachen. Jésus dit, Jesus sagt. Que la nuit est divisée en quatre veilles. Die Nacht ist in vier Nachtwachen gegliedert. Am Abend. Le début de la nuit. Der Anfang der Nacht. Nuit, die Nacht et le matin. Und der Morgen. Et lui va revenir, und er wird kommen. Entre minuit et 3 heures, c'est-à-dire la nuit de Dieu, zwischen la nuit de Mitternacht und 3 Uhr. Also während des Abfalls, während der Nacht. Ich sage euch. Sur le plan géopolitique, und auf dem geopolitischen Hinsicht gibt es wirklich Schwierigkeiten. Regardez. Guck mal. Vous savez où se trouve le contingent le plus important de l'ONU? De l'ONU? L'ONU. L'ONU. Ja, die UNO, wo die UNO was hat? Où il y a plus de casques bleus. Wo mehrere Blauhelme sind. Wo die meisten Blauhelme sind. RDC. Combien à peu près? In Kongo gibt es viele Blauhelme. Entre 15 000, entre 15 et 20 000 zwischen 15.000 und 20.000 Soldaten. Dans l'Est. Und im Osten. Des Landes. Et vous savez combien de morts il y a depuis 15 ans à peu près là-bas? Wie viele Tote gibt es seit 15 Jahren plus dort? De 12 millions. Mehr als 12 Millionen Tote. Des femmes, Frauen, des femmes enceintes. Frauen, on sort le fœtus. Denen das Kind aus dem Leib gerissen wird. Des hommes, Männer des femmes, und Frauen, qui sont violés avec des bâtons. Die mit Stäben und Stöcken vergewaltigt werden. Violés. Kinder mit 3 Monaten, die vergewaltigt werden. Et vous savez pourquoi on, il laisse faire? Wisst ihr, warum das so Parce geschieht? Il faut dépouiller le pays, prendre toutes les richesses. Weil das ganze Land ausgeplündert werden sollte. Das ganze materialistische, das ganze Material, mit dem Material fabrizieren sie iPhones. Voyez? Und die ganzen Dinge. La fusée Ariane. Und Waffen. Ariane. Vous avez vu ce qui se passe en Centrafrique? Wisst ihr, was in Zentralafrika vor sich geht? Des milliers de morts.
Es gibt tausende von Toten. Et il y a beaucoup de casques bleus là-bas. Ils font quoi? Und rien. Viele Blauhelme sind dort. Was tun die denn dort? Voyez? Gar nichts. Mes amis, regardez, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez autour de vous. Le monde. Seht euch was in der Welt gerade geschieht. Ténèbres. Die Welt ist wirklich in der Dunkelheit. Seigneur, sauve-nous. Herr, rette uns. On va parler. Wir sprechen. Qui a déjà entendu parler du franc CFA? Wer hat über den franc CFA schon mal gehört? Vous savez qui c'est qui a mis ce franc CFA en place? Wer hat den franc CFA erfunden? Le président de Gaulle. Der französische Präsident Charles de Gaulle. Est-ce que vous savez combien sur un franc CFA, vous savez combien la France récupère? Wie viel von einem franc CFA bekommt un Frankreich? CFA, Frankreich? Près de 70 centimes. 70 cents bekommt Frankreich für einen franc CFA. Voyez le monde dans lequel nous sommes? Seht ihr diese Welt? An. Regardez ce qui se passe autour de vous. Le monde, en fait, on est en was pleine troisième geschieht, bezeugt schon, dass wir im dritten Weltkrieg sind. La Bible dit, in der Bibel steht, que la troisième guerre mondiale va commencer, vous savez où? Der dritte Weltkrieg beginnt. Où? In. Au Proche-Orient, donc. Im Nahen Osten. En Israël, et c'est le cas. In Israël. Avec la Syrie. Mit Syrien. Les Russes sont derrière la Syrie. Die Russen sind hinter Syrien. Voyez? Et les États-Unis, la France, l'Europe und derrière die Vereinigten les Staaten, Frankreich. Donc, c'est deux hinter den Rebellen. Qui s'affrontent. Diese großen zwei großen on Parteien. Wir sind am Ende. Frères et sœurs. Brüder und Schwestern. Vous ne voyez pas? Seht ihr das nicht? Ouvrez les yeux. Öffnet die Augen. Fini. Es ist zu Ende. Jésus revient. Jesus kommt wieder. Regardez la montée de la Chine. Guckt euch mal, wie China aufsteht. Vous savez combien d'ogives nucléaires, de bombes nucléaires la Russie possède? Wisst ihr, wie viele Atombomben Russland hat? Près de 9000 ogives. 9000 Atomsprengköpfe. Ils viennent de fabriquer un missile qu'ils ont baptisé, vous savez comment? Satan 2. Die Russen haben eine Rakete erfunden, die heißt missile, Satan 2. La France, comme l'Allemagne, peut être détruite en un instant. Mit einem einzigen Atomsprengkörper kann ganz Deutschland vernichtet werden. Alléluia! Le Seigneur n'est plus loin. Der Herr ist nicht mehr weit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Was sollen wir tun? Dieu nous interpelle. Der Herr ruft uns. Dieu appelle chacun de nous, mes amis. Der Herr ruft jeden von uns. Dieu veut qu'il y ait une prise de conscience. Der Herr möchte, dass wir uns bewusst werden. Vous pensez que vous allez partir avec votre argent dans la tombe? Denkt ihr, dass ihr mit eurem Grab ins, mit eurem Geld ins Grab geht? Vous pensez que vous allez partir avec vos maisons, vos bâtiments, vos à la tombe? Non. Denkt ihr, dass ihr mit euren Häusern ins Grab geht? Alléluia. C'est quoi le message alors? Welche Botschaft verkünden wir alle? Welche Botschaft verkünden wir? Gib den Zehnten und du wirst gesegnet. Gib 100 Euro und du wirst 1000 Euro bekommen. Das ist nicht die Botschaft. Jedes Mal hast du den Zehnten bezahlt. Wurdest du gesegnet? Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist folgendes. Welches Evangelium verkünden wir? Prendre de l'eau et verser sur ta maison pour être protégé. Nimm Weihwasser und spreng dein Haus damit ein. Nein. C'est quoi l'évangile? Welches Evangelium? Cherchez un prophète. Sucht einen Propheten. Sucht eine Gemeinde. Welches Evangelium verkünden wir? C'est quoi le message? Welche Botschaft? Jésus revient. Jesus kommt wieder. Alléluia. Amen. Jesus kommt wieder. Wow, Seigneur. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Ich habe eine gute Botschaft.
La table des noces est déjà prête au ciel. Der Hochzeitstisch ist schon bereitet. Les robes que nous allons porter pour les noces sont déjà préparées. Und die Hochzeitskleider sind schon vorbereitet. Les chaussures que nous allons porter, les sandales sont déjà préparées. Und die Sandalen, die Schuhe sind Alleluia. Schon vorbereitet. Le vin que nous allons boire au ciel est déjà prêt, frères et sœurs. Alles ist schon bereitet. Les anges qui vont nous servir à la table des noces Und sont déjà autour de la table. Die Engel, die uns am Hochzeitsmahl servieren Alleluia. Werden, sind schon rund um den Tisch. Les anges qui vont nous prendre pour partir avec au ciel sont déjà autour de nous. Die Engel, die kommen werden und uns in den Himmel entrücken, sind schon hier. La septième trompette est déjà dans la bouche du Seigneur. Die letzte Trompete ist schon am Mund des Herrn. Avant que le son du chauffard ne retentisse, Dieu envoie des coqs que nous sommes pour Bevor das Schofferhorn ertönt, schickt der Herr Hähne. Cherchez Dieu. Die schreien, Kikariki. Sie sagen, kommt zum Herrn zurück. Frères et sœurs, Brüder und Schwestern, je vous dis, ich sage euch was. Il y a des ministres qui commencent à chercher le Seigneur. Es gibt Minister, die der Herr berufen hat. Il y a des autorités qui se tournent vers le Seigneur. Es gibt Autoritäten, die zum Herrn zurückkehren. Toute personne destinée au ciel, Dieu est en train de les toucher. Leute, die der Herr für den Himmel bestimmt hat, die berührt der Herr jetzt, in dieser Zeit. Il y a deux personnes qui sont parties en mission en Chine. Zwei Leute sind nach China auf Mission gegangen. Ils nous envoient des images. Und die zeigen uns Bilder. Les Chinois se font baptiser là-bas, c'est terrible. Chinesen, die sich taufen lassen, ils viele. Ont dit, sie haben gesagt, donc, en octobre, on part là-bas. Sie warten auf uns. Und im Oktober fahren wir nach China. Brüder und Schwestern, on était au Gabon, il y a quelques jours, wir waren in Gabon vor einiger Zeit, vier oder fünf Monate, 3000 personnes chaque soir. Und 3000 Leute kamen jeden Abend. 344 Taufen. Beaucoup de gens rentrent, reviennent au Seigneur. Viele Leute kommen zum Herrn zurück. Dieu me dit un soir, il y a une femme ici qui a le sida. Und Gott sagte mir eines Abends, hier ist eine Frau mit AIDS. Ich möchte sie heilen. Je dis, ma soeur, on va faire des examens. Und ich sage zu dieser Frau, reviens avec les examens. Elle est des examens. Geh und lass dich untersuchen. Sie ist zurückgekommen mit den Untersuchungsbefunden. Frère, le sida a disparu. Brüder, AIDS ist verschwunden. Jesus ist dasselbe. Gestern, heute und alle Zeit. On est passé à la télévision pour prêcher l'évangile, prêcher le retour de Jésus. Wir sind ins Fernsehen gekommen und haben das Evangelium verkündet. Und ein junger Mann, de 20 ans, 20-jähriger Mann, ein Satanist, il a tué beaucoup de gens de sa famille. Hatte viele Leute aus seiner il Familie getötet. Und hat mit dem Teufel selbst il gesprochen. Suivait l'émission en direct. Hat und TVDV angeschaut. L'esprit de Dieu l'a saisi. Hat die Fernsehsendung il gesehen und der Geist des Herrn hat ihn ergriffen. Il est arrivé jusqu'au programme. Und ist zu Fuß il bis zu unserem Programm gekommen. Und hat die Hexerei aufgehört. Brüder und Schwestern, Dieu déverse une onction particulière sur ses enfants. Gott schüttet eine besondere Salbung auf seine Kinder aus. À son retour. Damit sie für seine Rückkehr vorbereitet sind. Je me réjouis déjà. Ich freue mich schon so. Parce que bientôt on va passer l'éternité avec le Seigneur. Denn bald werden wir die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen. Le monde n'est pas notre monde. Diese Welt ist nicht Nous unsere Welt. Citoyens des cieux. Wir sind Himmelsbürger. Et les vrais enfants de Dieu und die wirklichen Kinder Gottes entendent la voix du Seigneur, hören die Stimme Gottes. Sa voix. Sie hören Alleluia. Seine Stimme klingen. Wer möchte in den Himmel kommen? Wow, wow Seigneur, wow Seigneur. Vous êtes sûr? Seid ihr sicher? Qui est fatigué de ce monde? Wer ist müde von dieser Welt? Qui réalise que les églises sont malades? Wer merkt, dass die Christengemeinden auch krank Nous sind? Sommes dans la Brazzaville, la mission. Wir sind in Brazzaville gesehen auf, gewesen auf Mission. Des gens ont apporté, des gens ont porté un colonel. Die Leute haben einen Kolonel malade. Mitgebracht. AVC. Einen Kolonel mit Schlaganfall. Il pouvait pas marcher. Er konnte nicht Ils l'ont gehen. Déposé devant. Und sie haben ihn vorne hingesetzt. Je prêchais l'évangile au nom de Jésus. Ich habe das Evangelium gepredigt im Namen Jesu. Il y avait tellement la gloire de Dieu. Die Herrlichkeit Gottes war so unter uns, dass niemand diesen Menschen berührt hat. Lui-même, il a dit à ses gardes-corps, ne me touche plus. Aber und er selbst hat sogar gesagt, Je veux maintenant marcher berührt mich nicht, ich möchte selber gehen im Namen Jesus.
Il a commencé à marcher. Il est aufgestanden und hat angefangen zu gehen. Jésus n'a pas changé, mes amis. Jesus hat sich nicht geändert. L'évangile que nous sommes venus vous apporter. Das ist das Evangelium, das wir euch verkünden möchten. Jésus est réel. Jesus ist real. Jésus. Jesus. N'a pas les yeux bleus comme on vous l'a montré là. Hat keine blauen Augen, wie es auf den Bildern zu sehen ist. Alléluia. Il n'est pas noir. Er ist nicht schwarz. Il n'est pas africain. Er ist kein Afrikaner. Il n'est pas suédois. Er ist kein Schwede. Er ist kein Franzose. Er ist Geist. Er ist Gott. Er ist dasselbe früher, heute und in Ewigkeit. Amen. Oh Frère. Oh Brüder. Oh Sœur. Oh Schwestern. Je veux dire à quelqu'un. Ich sag jemandem hier, dass Jesus sich nicht geändert hat. Un enfant de 12 ans. Ein zwölfjähriges Kind a dit à sa mère, hat seiner Frau, seiner Mutter gesagt, Mama, ich schaue mir im Fernsehen auf YouTube diese Botschaften an. Jésus va te visiter. Wenn du dorthin gehst, Mama, dann wird sa Gott dich besuchen. A reçu une attaque. Elle était paralysée du côté, du côté droit. Die Mutter des Kindes war rechtzeitig gelähmt. Frère et sœur, oh Halleluja. Et un jour comme ça, pendant la réunion, und eines Tages la dame arrive. Kam die Frau in die Versammlung. Je la connaissais pas, Dieu me dit celle-là, l'appel là. Ich kannte sie nicht und der Herr sagte mir, diese Frau, ruf sie nach vorne. Son mari est un grand amiral. Und ihr Mann ist ein großer Admiral. Elle vient et Dieu und dit, sie kam und der Herr sagte, tu as reçu une attaque cette nuit. Du hast diese Nacht eine Attacke bekommen. Je te guéris, instantanément guéri. Ich heile dich. Elle est allée dire à son mari, sie ist sofort geheilt worden. Jésus là est réel. Sie hat zu ihrem Mann gesagt, Liebling, Jesus gibt es wirklich. C'est gratuit. Sag zu deinem Nachbarn, es ist kostenlos. Es ist kostenlos. Es ist kostenlos. Dis-lui son sang es coulé pour toi. Sein Blut ist geflossen für dich. Dis-lui son sang coulé pour toi. Sein Blut ist für dich geflossen. Dis-lui, il a vaincu la mort. Er hat den Tod besiegt. Il a vaincu la mort. Den Tod besiegt. Halleluja. Frère et soeur, Brüder und Schwestern. Une femme est venue, elle a dit, c'est ça le message. Elle a dit, frère, je veux avoir un enfant. Sie hat gesagt, eine Frau hat zu mir gesagt, ich kann kein Kind bekommen. Je me suis gratté la tête. Und ich habe mir am Kopf gekratzt. T'as plus de trompe? Elle dit, hast du keine Eierstöcke on mehr? On a fait une ablation de deux trompes. Nein, man hat mir die Eierstöcke rausgenommen. Le Seigneur dit, dis-lui que c'est réglé. Der Herr sagt zu mir, dit, ma soeur, sagt zu ihr, es ist geregelt. Tu auras des enfants. Du wirst Kinder haben. Frère, vous savez ce qui s'est passé? Was ist passiert? Elle est allée faire des examens. Sie hat Untersuchungen gemacht und der Arzt hat geschrien, die zwei Eierstöcke sind nachgewachsen. Frères et sœurs, Brüder und Schwestern, elle est tombée enceinte. Sie ist schwanger geworden und hat ein Kind zur Welt gebracht. Nous sommes allés aux Antilles, il y a pas longtemps. Und wir sind auf die Antillen gefahren vor einiger Zeit. Eine Frau hat zu mir gesagt, mein Mann hat Krebs. Ses organes sont abîmés. Seine Organe, nichts geht mehr. Dieu me dit, dis-lui, c'est réglé. Und Gott sagt mir, sag ihr, es passt. Ich habe sie nicht angefasst. Parce que c'est Dieu qui touche les gens. Weil ich wollte, dass Alléluia. Gott sie berührt. Il est allé faire des examens. Und sie ist gegangen und hat sich untersuchen lassen. Elle a envoyé un message. Und vorgestern hat sie mir eine Botschaft elle geschrieben. Dit, le médecin dit, les organes de mon mari sont des organes d'un bébé. Die Ärzte haben gesagt, le cancer a disparu, frères et sœurs. Die Organe meines Mannes sind wie die Organe eines Babys. Der Krebs ist gewichen. Je veux dire à quelqu'un, ich möchte hier jemandem tu sagen, es gewonnen, les hommes. Maintenant, viens à Jésus. Komm zum Herrn zurück. Halleluja. Viens à Jésus. Komm zu Jesus. Viens à Jésus. Komm zu Jesus. Viens à Jésus. Komm zu Jésus. Frères et sœurs, Brüder und Schwestern, nous sommes venus vous dire, wir sind gekommen, um euch zu sagen, que nous allons partir bientôt au ciel. Wir werden bald in den Himmel gehen. C'est le grand départ. Es ist der große, die große Entrückung. Schaut. Ça fait 26 ans. 26 Jahre lang. Je ne suis parti voir aucun médecin. Bin ich nie zu einem Arzt 26 gegangen. Ans. Seit 26 Jahren. Aucun dentiste. Zu keinem Zahnarzt. Aucun ophtalmo. Zu keinem Augenarzt. Aucun kardiologue. Zu keinem Herzspezialisten. Zu keinem Allgemeinarzt. Je dis à Dieu, ich habe zum Herrn gesagt. Dit, du hast zu mir gesagt, sonner le chauffard, la trompette, dass ich die Posaune blasen soll. Ton peuple que tu reviens. Und zu deinem Volk sagen, alors, du kehrst, du kommst zurück. Une alliance. Wir machen einen Bund.
Du musst mir die Gesundheit je geben. Je veux par ma vie montrer aux gens que tu existes. Ich möchte durch mein Leben den Menschen zeigen, dass du existierst. Je vous assure. Und sicher. Jésus est trop fort. Versichere euch, Jésus ist so schön, Jésus ist so stark. Je n'ai même pas de couverture sociale. Ich habe überhaupt keine Krankenkasse. Je suis français. Ich bin Franzose. Je veux que tu tombes ohne Krankenkasse. Ich möchte, dass du den Herrn noch mehr lobst als früher. Brüder und Schwestern, ich sage zum Herrn, du brauchst meinen Körper. Heil meinen Körper. De mon corps, moi je m'occupe de l'œuvre. Kümmere du dich um meinen Körper und ich kümmere mich um dein Werk. Halleluja! Jésus n'a pas changé. Jesus hat sich nicht geändert. Il m'a dit, révise la Bible. Er hat zu mir gesagt, überhole die Bibel. Seigneur, je n'ai même pas de brevet. Und Paris, j'ai pas eu mon diplôme. Ich habe zu mir le gesagt, ich habe überhaupt keinen Schulabschluss, nur einen Führerschein, sonst keinen Abschluss. Il me dit, révise-moi la Bible. Und dann hat er gesagt, überhole trotzdem die Bibel. Alléluia. Il a donné plus de 500 000 euros. Je dis aux gens, ne donnez plus. On a assez, ne donnez plus. Die Leute haben mehr als 500.000 Euro gegeben. Und ich habe zu den Leuten gesagt, ihr braucht nichts mehr zahlen. Die Leute haben weiter gespendet. Je veux que tu le rencontres. Ich möchte, dass du Jesus triffst. Ich möchte, dass du zu Jesus kommst. Er ist so süß. Er ist so gut. Er ist so, so schön, so gnädig. Er ist groß. Er ist so zutiefst tief. Er ist weitestgehend weit. Er ist so hoch. Er ist so lang. Er ist so wunderbar, wundervoll. Er ist so mächtigerweise mächtig. Er ist so herrlicherweise herrlich. Sein Name ist Jesus. Er ist das Alpha und Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Löwe von Juda. Er ist der Wurzel Davids. Er ist der helle Morgenstern. Er ist der Weg der Wahrheit. Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Er ist unser Leben. Er ist das Brot des Lebens. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist der Gott der Götter. Er ist der allmächtige Gott. Er ist der Schöpfer. Das ist Jesus. 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 Acclame-le, alléluia. Gott für Jesus. Seigneur. Jesus. Jesus. Oh, alléluia. Oh, il réveille quelqu'un ici. Il réveille ta vie. In deinem Leben. Il réveille ton onction. Er weckt dich auf in deinem Leben. Il réveille ta vie de prière. Er weckt dein Gebetsleben auf. Alléluia. Il est là. Il y a quelque chose ici. Est-ce que? Est-ce que? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, il t'aime. Er liebt dich. Er liebt dich. Halleluja.